Und diese Konstellation findet im Zeichen Fische statt. Dass nach einer langen Phase der Weltumsegelung mit gelegentlich hohem Wellengang und viel Verwirrung endlich wieder eine Anlegestelle im sicheren Hafen findet. Ein Teil meines Jahreshoroskops für 2022. Und ich habe diesen Satz vorgelesen, weil ich gerade beim Horoskoplesen gedacht habe, wow, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Mein Jahr 2021, muss ich sagen, war wirklich voller Verwirrung, voller Hin und Her, Ups and Downs, und ich komme so langsam in meinem sicheren Hafen an. Ich war sehr wenig aktiv auf YouTube, habe wenig hochgeladen, was eben vor allem auch daran lag, dass ich ein sehr schwieriges Jahr hatte, wenn nicht sogar das schwierigste Jahr, was ich bisher durchgemacht habe. Ich will nicht sagen, dass das ganze Jahr schrecklich war. Es war ein, ja, schwieriges Jahr für mich, aber eben auch ein Jahr, was mich sehr viel gelehrt hat. Und ja, ich habe viele Dinge mitgenommen, vor allem auch fürs nächste Jahr, für mich, für mein Leben, wie ich mein Leben gestalten möchte, worauf ich Wert lege und worauf eben eher weniger, wofür ich dann im Endeffekt doch relativ dankbar bin. Nicht jedes schlechte Jahr hat auch im Endeffekt schlechte Auswirkungen, sondern kann eben auch dafür sorgen, dass man dazu lernt. Und ich denke, das ist bei mir auf jeden Fall in diesem Jahr eingetroffen. Ich habe hier irgendwie so ganz komische Haare da oben. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht habe ich wieder Haarausfall. Yay! Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig anfangen soll, das Video. Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres habe ich eine Trennung durchgemacht, die, glaube ich, der Auslöser dafür war, dass ich Anfang diesen Jahres sehr hin und her gerissen war, nicht genau wusste, wohin mit mir. Man muss sich eben nach einer längeren Beziehung natürlich auch erstmal wieder zurechtfinden, weil man ja auch irgendwo andere Pläne hatte. Ja, ich habe dann einfach erstmal versucht zu schauen, was tut mir gut. Was will ich überhaupt? Und natürlich irgendwie eine neue Wohnung suchen, bin dann ja auch umgezogen und habe mich relativ schnell wohlgefühlt in der neuen Wohnung und habe mich auch gefreut, dass sie so nah an der Uni ist und so zentral liegt. Andererseits war natürlich auch immer Corona da, das dürfen wir auch nicht außen vor lassen, wodurch eben wirklich viel vom kulturellen Leben, sag ich mal, und sozialen Leben irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Man durfte sich natürlich auch nicht mit vielen Leuten treffen, was für mich auch ein bisschen schwierig war. Es war auf jeden Fall ein Hin und Her. Ich wusste wirklich teilweise gar nicht, was los ist. Es war ein emotionales Chaos in mir. Und ich habe doch eigentlich nur versucht, herauszufinden, wer ich bin und was ich möchte. Dann kam der Sommer und damit einher gingen Überflutungen, die auch mich betroffen haben. Meine Wohnung wurde dieses Jahr zweimal überflutet im Sommer, was mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Ich war total geschockt und das hat mir eben auch gezeigt, dass das Leben unvorhersehbar ist. Ich werde gleich, glaube ich, auch noch mal so ein paar Dinge aufzählen, die ich dieses Jahr gelernt habe. Dieses Video tut mir, glaube ich, ganz gut, um noch mal das Jahr Revue passieren zu lassen und eben für mich selbst zu reflektieren. Wie gesagt, diese Überflutungen haben einiges irgendwie verursacht, haben mich total aufgewühlt und ich wusste nicht, wohin mit mir, was natürlich einmal im übertragenen Sinne, aber eben auch in der Realität der Fall war, denn ich musste meine Wohnung verlassen, habe in kurzer Zeit gesagt bekommen, dass ich die Wohnung leerräumen muss, weil diese nicht mehr bewohnbar ist. Es war eben so viel Feuchtigkeit in der Wohnung, man hätte nicht mehr dort wohnen können. Meine Möbel sind dahin gewesen, die musste ich alle rausschmeißen. Und ich habe darüber auch schon ein Video gemacht, da seht ihr auch, glaube ich, ganz gut, wie es mir zu der Zeit ging. Ich hatte leider im Sommer auch so ein paar gesundheitliche Schwierigkeiten, sage ich mal.
Ich hatte ja auch eine starke Mandelentzündung, die dann auch noch zu so einem Ausschlag, also Ausschlag am ganzen Körper geführt hat. Und ich glaube auch gerade da, als ich diesen Ausschlag hatte, das war nämlich kurz nach diesem ganzen Unwetter, da war ich hier in Bremen. Ich glaube, das war wirklich mein Tiefpunkt dieses Jahr. Also ich war wirklich vollkommen lost. Lost ist auch wirklich, muss ich sagen, ein Wort des Jahres 2021. Ich habe das Wort wirklich viel zu oft benutzt, aber es beschreibt einfach oder es hat eben wirklich gut in sehr vielen Situationen meinen Zustand beschrieben. Ich war lost. Ja, und im Sommer ging es dann einmal nach Mallorca. Das war kurz nach dem Unwetter, was auch wirklich eine Pause gegeben hat. Ich war mit Hannah da, einer sehr guten Freundin von mir, und ich habe so ein bisschen einfach an mich denken können. Ich habe einfach die Zeit genossen, im Jetzt gelebt, den Moment genossen. Und es war einfach schön, ein bisschen Auszeit zu bekommen vom Alltag und nicht an das ganze Chaos zu Hause denken zu müssen, weil ich ja eben auch viel dann klären musste, viel Organisatorisches machen musste wegen der Wohnungsauflösung. Also ich habe die gekündigt. Fristlos. Und ja, dann war ich auch noch einmal im September mit meiner Mama und meiner Schwester im Urlaub auf Malta, was auch ziemlich, ziemlich schön war. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, ob es kurz vor Malta oder kurz danach war. Auf jeden Fall hat es sich da angeboten, eventuell eine neue Wohnung zu bekommen. Die habe ich über eine Arbeitskollegin meines Nebenjobs in Köln ja, quasi gefunden, und das hat auch alles super gut geklappt. Ich habe in kürzester Zeit dann den Mietvertrag unterschreiben können. Das ist eine wundervolle Wohnung, in der ich jetzt aktuell auch wohne. Ich bin im November oder am 31. Oktober, meine ich, eingezogen und fühle mich dort wirklich unglaublich wohl. Also die ist noch viel besser als meine vorherige Wohnung und ist zum Glück auch nur ein paar Straßen weiter. Also es ist immer noch eine Top-Lage. Ich bin nah an der Uni und ja, es könnte quasi nicht besser sein. Also ich würde sagen, so ab September, ab Ende September ging es bei mir wirklich rasant bergauf. Mittlerweile geht es mir auf jeden Fall super gut. Ich bin froh, dass das Jahr langsam zu Ende geht. Andererseits auch dankbar für das Jahr, für die Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Es gab eben nicht nur schlechte Phasen. Ich hatte auch eine schöne Zeit zwischendurch und habe, wie gesagt, sehr viel gelernt. Und ich denke, auf die Punkte möchte ich noch einmal drauf zurückkommen, weil das vielleicht auch für andere ja, hilfreich sein kann. Und ja, ich denke, ich fange einfach mal an mit den Sachen, die ich aus diesem Jahr mitgenommen habe. Ja. Wie bereits erwähnt, das Leben ist unvorhersehbar und es können eben immer wieder Dinge passieren, auf die man sich nicht vorbereiten kann. An dem einen Tag kannst du mit einer Person super viel Spaß haben und am anderen Tag kann das Ganze eben auch schon anders aussehen. Und das kann man wirklich auf viele Aspekte beziehen, und ich glaube, das ist auch klar, dass man eben das Leben nicht planen kann. Es kann immer anders kommen, als man denkt, und ja, man kann sich eben nicht auf alles vorbereiten. Das habe ich wirklich gelernt, weil ich eben eine Person bin, die sehr gerne viel plant. Genauso wie Menschen jederzeit aus deinem Leben treten können, kommen auch viele tolle Menschen in dein Leben, die dieses und dich letztendlich im positiven Sinne beeinflussen können. Und ja, dafür bin ich auf jeden Fall auch sehr dankbar. Ich habe zwei super tolle neue Freundinnen in diesem Jahr dazu gewonnen und versuche nicht, die Aufmerksamkeit von jedem Menschen zu gewinnen. Wenn es Leute wollen, dann werden sie sich Zeit für dich nehmen. Aber bettle auf jeden Fall nicht um deren Aufmerksamkeit oder deren Zeit. Denn wenn sie es wollen, dann zeigen sie es dir eben und melden sich bei dir. Dein Glück und dein Wohlbefinden sollte für dich Priorität sein und an erster Stelle stehen, und erst danach kommt das Glück anderer Menschen. Und das ist, finde ich, absolut nicht egoistisch, so zu denken. Einfach mal an sich zu denken und Rosa. Und eben, ja, auf sich zu achten, auf seine Gesundheit zu achten und einen selbst in den Mittelpunkt zu stellen.
Stehe zu deiner Meinung, mach deinen Standpunkt klar und fühl dich nicht schlecht oder schuldig, wenn Leute dir Vorwürfe wegen deiner eigenen Meinung machen. Du hast ein gutes Recht, zu sagen, was du denkst, und ja, dafür muss man sich wirklich nicht schlecht fühlen. Du musst nicht jedem gefallen, denn es gibt immer Leute, die dich und deine Sichtweisen oder das, was du tust, kritisieren, und das ist auch vollkommen okay. Wir denken auch nicht über jeden gut oder mögen jeden. Ich kann für mich sprechen, und dementsprechend können wir das eben auch nicht von anderen erwarten. Und das müssen wir auch gar nicht wollen. Ich schätze die Menschen, die Tag für Tag für dich da sind, nach dir fragen, sich nach dir erkundigen und gerne Zeit mit dir verbringen. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, habe ich dieses Jahr gemerkt. Und ja, nimm dir Zeit für die Dinge, die dir wichtig sind, und vor allem für die Menschen, die dir wichtig sind. Und zu guter Letzt habe ich gelernt, nichts ist für die Ewigkeit. Es gibt nicht immer ein Happy End, und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Manchmal ist es wirklich leichter, Menschen gehen zu lassen, anstatt sich an die Illusion zu klammern, es könnte sich bessern. Und ja, ich denke, das ist soweit alles, was ich aus diesem Jahr mitgenommen habe. Ich finde, das ist sehr viel. Ich habe jetzt wirklich auch das erste Mal reflektiert und aufgeschrieben, was ich so mitgenommen habe. Und ich finde, eigentlich ist es ein ganz positiver Weg, ein Jahr abzuschließen. Vielleicht merke ich mir das für die nächsten Jahre, für die zukünftigen Jahre. Ja, das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, und ich wünsche euch alles Gute.